Heute bin ich wieder im Garten und über die 10 Meter Entfernung und das, wo dieser Kreis ist, und 20 Meter ist das Netz. Falls du noch nicht Wohnhotel Golf Abonnent bist, ich würde mich sehr freuen, wenn du das wärst. Und bitte ein Daumen hoch hilft diesem Kanal sehr. Ich fange bei den 20 Meter Entfernung an. Ich benutze mein Sandwedge. Das Sandwedge ist der Schläger, mit dem ich am meisten spiele. Klar, man könnte diese Entfernungen auch mit anderen Schlägen üben, aber jetzt im Winter ist das nicht wirklich möglich. Und ich denke, wenn du die Entfernungen mit Sandwedge richtig beherrschst, das wird ein großer Vorteil für dich sein, weil oft sind Bunker, Hügel, Raff im Weg. Und bei dieser Übung denke ich Gesamtlänge, also nicht Fluglänge. Das tue ich, weil bei 10 und 20 und 30 und 40 Meter ist es so, dass der Ball nicht sofort stoppt. Der wird immer ein bisschen ausrollen, weil die Schwunggeschwindigkeit nicht ausreicht. So, wir fangen bei 20 Meter an. Der Ball muss da zur Ruhe kommen, wo das Netz ist. Wie in meinem letzten Video beschrieben, ist mein Schwunggedanke 8 Uhr, 4 Uhr entschlossen. Ich gucke einfach, dass mein Schwung klein ist, dass ich mich drehe und ich kann dann auch entschlossen sein. Mit meinem 58-Grad-Schläger, der etwas offen ist, ist es sehr schwer für mich, den Ball zu weit zu schlagen. So, jetzt 10 Meter. Der Kreis ist genau 10 Meter. Da muss er zur Ruhe kommen. Mache ich Folgendes. Ich empfehle, dass du das auch ausprobierst. Ich stehe dieses Mal sehr nah am Ball. Ich mache mich kleiner. Ich greife den Schläger recht niedrig. Ich werde gucken, dass ich unten bleibe und ich werde wieder 8 Uhr, 4 Uhr denken. Aber da ich so klein bin, ist die Bewegung eingeschränkter und der Ball kommt weniger weit. So, da war die Entfernung gut. Was ich sehr wichtig finde bei diesem Schlag, ist, dass man nicht aufhört zu drehen. Wenn ich hier stoppe, dann machen die Hände ihre eigene Sache. So, immer gucken, dass du, auch wenn es eine ganz kleine Bewegung ist, dass du an den Bauch denkst und dass du deinen Bauch drehst. Okay, so das sind 10 Meter. Jetzt kann ich andere Entfernungen dazwischen üben. So, ich weiß, was ich bei 10 Meter machen muss. Ich weiß, was bei 20 Meter sein muss. Was ist bei 15? Okay, ich werde so stehen wie beim 20 Meter Schlag, aber ich werde einfach langsamer schwingen. Und ich denke, das passt. Jetzt werde ich versuchen, den nächsten Ball 18 Meter zu schlagen. So, ein paar Punkte. Gucken, dass Ball, Hände, Brustmitte, Nase eine Linie sind. Gucke, dass du die Arme am Körper lässt. Vielleicht ein bisschen Gewicht mehr auf der linken Seite. Und ich weiß, weil das ein Fehler, den ich mache, ich habe zu flach ausgeholt. So, der Schläger muss auf der Ebene bleiben. Zusammengefasst, über 10 Meter, über 20 Meter und dann variier dazwischen. Und du wirst ein Gefühl bekommen, wenn du das jeden Tag machst. Das Wetter gestattet es. Ich denke, das wäre sehr, sehr hilfreich für uns. Okay, so, ich schlage jetzt den Ball 16 Meter. Könntest du ein bisschen weiter runter? Tschüss und bis bald.